Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalat wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Ein Thema, das heute immer wieder hervorgehoben wird und das wir immer wieder hören, ist, welche Einstellung sollte ein Muslim zum Grundgesetz haben, beziehungsweise sind Demokratie und Scharia konform oder sind Demokratie und stimmen Demokratie und Scharia überein, gibt es dort Probleme etc. Prinzipiell ist dies ein sehr umfangreiches Thema, nur ich möchte mich wirklich sehr kurz fassen, um ganz rudimentäre, wichtige Informationen über dieses Thema zu geben. Zunächst einmal, wenn man über ein Thema redet und jemand sagt beispielsweise, ja, wie ist das mit Scharia und Grundgesetz? Wie stehen Sie denn zum Grundgesetz? Und stimmen Grundgesetz und Scharia überein? Oder sind die konform etc.? Man muss immer genau definieren, was meint man überhaupt mit einem bestimmten Begriff. Und hier fängt das Problem schon an, denn die wenigsten Menschen haben eine genaue Vorstellung davon, was das Grundgesetz genau ausmacht. Und erst recht nur ganz rudimentäres Wissen von der Scharia. Denn viele denken, Scharia wäre Hand abpacken, Leute aufhängen und so weiter und so fort. Aber das sind Bestandteile der Scharia, die vielleicht 1% von der Scharia ausmachen. Das schätze ich jetzt mal so auf Anhieb, ja. Das heißt, prinzipiell redet man eigentlich hier über ein Thema, was man nicht kennt. Und da muss man auch fragen, was meint man mit konform? Was meint man damit? Meint man mit konform, die sind völlig identisch? Oder meint man mit konform oder stimmen überein, dass man einen Konsens finden kann, dass man zusammenkommen kann? Was meint man hier genau? Und hier muss man erstmal dieses Thema in zwei Kategorien unterscheiden. Das ist einmal die Theorie und einmal die Praxis. Und ich möchte hier, bevor ich damit anfange, erstmal erwähnen, dass die Frage an sich eigentlich schon falsch ist, weil das Grundgesetz ist kein graues Glaubensdogma. Das heißt, wenn man beispielsweise gefragt wird, was finden Sie besser, Scharia oder Grundgesetz, hat man das Recht zu sagen, ich finde die Scharia besser. Das ist überhaupt gar kein Problem. Was man in Deutschland ist es nicht erlaubt, ja? Das heißt, es ist vom Grundgesetz verboten, seine Straftat, wenn man vorhat, das Grundgesetz Deutschlands auszuwechseln. Aber es ist das Recht von jeder Person, der Meinung zu sein, dass ein anderes Gesetz moralisch überlegen ist. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das muss man erstmal am Anfang gesagt haben. Weil prinzipiell, hier werden Leute an den Pranger gestellt, hier werden Leute stigmatisiert, es wird gefragt und der Muslim fühlt sich auf einmal dazu berufen zu sagen, ja, stimmt doch alles überein, Demokratie ist doch Scharia und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich erstmal die Theorie. Der theoretische Bestandteil ist erstmal, dass im Islam Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das Recht hat zu sagen, was halal und was haram ist. Allah hat das Recht zu sagen, was halal und was haram ist. Das heißt, was erlaubt und was verboten ist. Und da gibt es ein Grundprinzip von Adam. Das heißt, zur Zeit von Adam, Allah hat Adam von allen Bäumen essen lassen, außer von einem Baum. Das heißt, im Dunya-Bereich, was man isst, was man trinkt, wie man sich bewegt, ist alles erlaubt, außer das, wofür es einen Beweis gibt, dass es verboten ist. So. Das ist Islam. In der Demokratie ist es prinzipiell so, dass Demos, Volk bedeutet, Kratie, Herrschaft. Und das bedeutet, dass das Volk herrscht. Dass das Volk also bestimmen kann, was erlaubt und was verboten ist mit dem eigenen Verstand. Und hier sagen wir natürlich als Muslime ganz klar, dass wenn Gott sagt, etwas ist verboten, der Mensch, und selbst wenn sich alle Menschen zusammentun und sagen, das ist erlaubt, nicht das Recht haben, etwas erlaubt zu sprechen, was Allah verboten hat. Und nicht das Recht haben, etwas, was Allah als geboten, was Allah geboten hat, zu verbieten. Oder zu sagen, es sei keine Pflicht. Wenn Allah einen Menschen zu etwas verpflichtet, er sagt zum Beispiel, du musst beten, kann nicht die Mehrheit der Menschen kommen und sagen, ach nee, wir finden das jetzt nicht gut, was du gemacht hast, Allah, das ist falsch, weil wir sind die Mehrheit und wir sind dagegen. So, selbst wenn sich alle Menschen, 6 Milliarden Menschen auf dem Planeten zusammentun und sagen, ach ja, wir finden, Schweinefleisch sollte jetzt erlaubt sein, dann bleibt Schweinefleisch trotzdem verboten. Und das ist das, was der Muslim verstehen muss. Das heißt, von diesem theoretischen Punkt her muss der Muslim ganz klar und deutlich sagen, erstmal,
dass Allah die absolute Souveränität hat. Ja? So. Und das ist ein Teil seiner Rububiyya. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch über diejenigen, die sich anmaßen, zu entscheiden zu können, was halal und haram ist, das ist in Sure 9, Vers 31, dass die sich zu Göttern neben Allah gemacht haben. Das heißt, das ist nicht akzeptabel. Das heißt, das ist schon mal in der Theorie der Fall. Ja? So. Dann muss der Muslim glauben, dass Allah es besser weiß als die Menschen. Denn ein Mensch kann sich irren, sein Verstand ist begrenzt. Und Allah, Gott, ist allmächtig und allwissend. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat. Ja, der hat die Fähigkeit, uns zu schaffen, der muss es wissen. Wa huwa latiful khabir. Und er ist der Milde und der über alles unterrichtet ist. So. Dann, denn deswegen muss der Muslim glauben, dass das, was Allah bestimmt, besser ist als das, was die Menschen bestimmen. Beziehungsweise zu welcher Schlussfolgerung die Menschen kommen. Da muss er glauben, dass das, was Allah bestimmt hat, eher das Recht hat, befolgt zu werden, als das, was der Mensch bestimmt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er also muss glauben, dass es besser ist. Und er muss glauben, dass es Pflicht ist, nach dieser Sache zu gehen. Das ist erstmal Theorie. Das heißt, von der Theorie her können wir ganz klar sagen, dass wir auf der einen Seite die Scharia haben und wir haben auf der anderen Seite die Demokratie bzw. das Grundgesetz. Und es gibt dort kein Schwarz-Weiß. Also es ist ja nicht in allen Sachen immer Schwarz und Weiß, aber hier gibt es wirklich keine Grautöne. Du hast auf der einen Seite Gott und auf der einen Seite der Mensch, der sich anmaßt, zu sagen, ja Gott, das hast du richtig gemacht und das falsch. Das heißt, das passt grundsätzlich nicht zusammen. So, jetzt aber in der Praxis. In der Praxis ist das Grundgesetz erstmal etwas, wo sich Menschen Mühe gegeben haben, auf einen Konsens zu kommen, wo alle Menschen glücklich miteinander leben können. Und natürlich, wenn Menschen sich bemühen, und das sagt auch der Koran, das sagt auch der Islam, können sie zu mehr oder weniger guten Ergebnissen kommen. Und so gibt es sehr viele positive Punkte und auch sehr viel in der Praxis, ja, wo die Menschen in Deutschland oder diejenigen, die das Grundgesetz halt geschrieben haben, ja, oder die das Grundgesetz sozusagen produziert haben, dass die hier zu sehr vielen guten Ergebnissen gekommen sind, die halt auch mit der Scharia so gesehen übereinstimmen. So, und hier, wo kommt man jetzt in der Praxis in den Konflikt? Ehrlich gesagt, mir ist kein Gesetz im Grundgesetz bekannt oder im deutschen Gesetz bekannt. Ich bin mir nicht bewusst, wo der Muslim zwangsläufig in Konflikt mit dem Gesetz gerät. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel im Islam, Unzucht ist verboten. Schweinefleisch ist verboten. Der Muslim muss glauben, das ist verboten. Der kann nicht sagen, ist jetzt erlaubt. Aber in der Praxis, in Deutschland, keiner zwingt dich dazu, Unzucht zu begehen. Keiner zwingt dich dazu, Schweinefleisch zu essen. Das heißt, hier kommt man nicht in Konflikt. Dann, Gebote. Gebote zum Beispiel, du musst im Islam 5-mal am Tag beten. In Deutschland gibt es keinem Grundgesetz, wo du jetzt sagst, du darfst nicht beten. Das heißt, man kommt nicht in Konflikt. Andere Gebote, wenn jetzt einer zum Beispiel der Herrscher ist, er muss, wenn jetzt jemand gestohlen hat, einen bestimmten Betrag gestohlen hat, unter bestimmten Umständen gestohlen hat, also nicht aus Hunger heraus etc., dann müsste er die Hand abgehackt bekommen. So. Aber in der Realität ist es so, dass dies nur die Verpflichtung ist für jemanden, der Herrscher von einem Staat ist, wo es auch islamische Bedingungen gibt. Und der Islam ist keine Religion, die Chaos produzieren will oder eine Religion, die zum Aufruhr einlädt. Das heißt, im Prinzip, diese ganzen Gesetze, dieses Strafgesetz, was eine Pflicht ist für den Führer, es ist keine Pflicht für mich, meine individuelle Pflicht. Das heißt, wir kommen auch nicht hiermit in Konflikt in der Praxis. Aber der Muslim muss glauben, dass es für einen islamischen Führer in einem islamischen Land mit islamischen Bedingungen Pflicht ist, dieses Gesetz anzuwenden. Punkt. Und dass er glaubt, dass dieses Gesetz unter diesen Umständen auch das beste Gesetz ist. Dann das nächste ist, was mit Mann und Frau zu tun hat. Da gibt es einige Sachen, die dem Grundgesetz zum Beispiel widersprechen würden. Zum Beispiel Mehrehe. Polygamie. Aber wir fragen, gibt es in Deutschland wirklich Polygamie? Gibt es wirklich in Deutschland Monogamie?
In den arabischen Ländern gibt es 10-15%, die eine oder die mehrere Frauen haben. Aber wie viele Leute in Deutschland haben eine Affäre? Es gibt hier mehr Polygamie als dort. Es gibt hier mehr Polygamie als dort. Nur du darfst sie nicht deine Frau nennen. Du musst sie halt deine Freundin nennen. Oder deine Affäre oder was auch immer. Das heißt aber prinzipiell, der Islam verpflichtet dich nicht dazu, Polygamie zu praktizieren. Von daher kommt man hier auch nicht in Konflikt. Und es kann für einen Muslim niemals schlecht sein, sich an die Regeln zu halten, um beispielsweise Unruhe zu vermeiden. Weil der Islam die Scharia auch dazu einlädt, keine Unruhe zu produzieren. Schlagen der Frau. Beispielsweise gibt es im Islam, Sure 4, Vers 34, Verse, wo unter bestimmten Bedingungen, unter verschiedenen Bedingungen, die Frau geschlagen werden kann, aber nur mit einer ganz geringen Intensität. Wir können dieses Gesetz nicht aus dem Koran rausreißen, es ist da. Ja, wir können auch nichts sagen, ja, stimmt das mit dem Grundgesetz überein? Nein. Aber auch im Grundgesetz, auch hier in Deutschland, gibt es sehr viele Männer, die ihre Frauen schlagen. In manchen Ländern ist es mehr der Fall, in manchen westlichen Ländern ist es mehr der Fall als in islamischen Ländern. Vielleicht in Deutschland nicht, aber in manchen westlichen Ländern. Aber es ist in Deutschland verboten. Jetzt hat der Islam gesagt, du musst deine Frau schlagen? Nein, im Gegenteil. Sondern das ist etwas, was der Prophet Frieden und Segen nie mit ihm praktiziert hat. Das heißt, wir wollen die Besten sein zu unseren Frauen und unsere Frauen nicht schlagen. Unter verschiedenen Bedingungen und so weiter. Und der Islam ist auch keine Religion, die gekommen ist, um Menschen dazu aufzurufen, dass die Männer ihre Frauen schlagen, sondern der Islam ist dazu gekommen, die Beziehung der Geschlechter, Mann und Frau, zu einer Einheit zu machen. Zu einer Einheit zu machen, die sich gegenseitig unterstützt. So wie Allah sagt in Sure 9, Vers 71, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die einen, sind die Schutzfreunde der anderen. Das ist das Ziel des Islams. Das heißt, hier hat man einen kleinen Punkt vom Islam, wo der Muslim, den der Muslim nicht praktizieren muss. Im Gegenteil, wenn er es nicht praktiziert, das heißt, wenn er seine Frau nicht schlägt, ist er ein besserer Muslim. Das hat der Prophet, der hat nie seine Frau geschlagen und er hat gesagt, Khayrukum linisa'im, der Beste von euch ist der, der am besten zu seinen Frauen ist. Dann, wie gesagt, um dann nochmal darauf hinzuweisen, das Grundgesetz ist kein Glaubensdogma, es ist wie eine Hausordnung, an die derjenige, der in diesem Haus lebt, sich zu halten hat. Und dabei ist es völlig irrelevant, ob er diese Hausordnung als moralisch überlegen oder als letzte Instanz sieht oder als das Wunder sieht oder was auch immer, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, hier ist eine Hausordnung. Wir als Muslime, wir sollen nicht zu Unruhe aufrufen. Ja, es geht hier nicht um Unruhe. Das heißt, wir müssen glauben, Islam ist die Wahrheit. Wir müssen glauben, Islam ist besser. Wir müssen glauben, Allah hat das Recht, die absolute Souveränität. Aber zur selben Zeit sehe ich kein einziges Gesetz im Gesetz Deutschlands, was uns dazu verpflichtet, wo wir islamisch verpflichtet sind, gegen dieses Gesetz zu verstoßen. Und wenn im deutschen Gesetz steht, du sollst nicht, wenn man stiehlt, kriegt man beispielsweise Gefängnis, heißt das jetzt ja, wir stehlen, weil Deutschland das gesagt hat? Nein, das stimmt mit der Scharia überein. In der Scharia darfst du auch nicht klauen. In der Scharia darfst du auch nicht vergewaltigen. In der Scharia darfst du auch nicht morden. In der Scharia darfst du auch nicht betrügen, etc. Sogar noch heftiger. Sogar noch heftiger, du darfst noch nicht mal lügen. Ja, von daher haben wir diesbezüglich, denke ich, überhaupt keine Probleme, sondern die Probleme, die sollen produziert werden. Zur selben Zeit aber ist es so, würde es in Deutschland etwas mehr Toleranz geben, und ich sage nicht, es gibt keine Toleranz, stimmt, es gibt in Deutschland mehr Toleranz gegenüber Muslimen als in manchen muslimischen Ländern gegenüber Christen, das stimmt. Aber ich rede, würde in Deutschland so viel Toleranz geben wie in Amerika, hätten wir viel weniger Probleme. Denn Amerika ist, was die Außenpolitik angeht, mit den Muslimen, ja, man weiß selber, die Kriege in Irak, Kriege in Afghanistan etc. Aber was die Innenpolitik angeht, da gibt es überall islamische Schulen. Da gibt es gar keine Frage von getrennten Schwimmunterricht und Klassenfahrten. Da wird keiner genötigt zu solchen Sachen. Überall gibt es islamische Schulen, islamische Kindergärten, islamische Bäder, dieses, und da regt sich kein Mensch drüber auf. Nur in Deutschland, sobald es in einem Schwimmbad einmal die Woche Schwimmen für Frauen, muslimische Frauen gibt, springt auf einmal die ganze Bürgerbewegung auf sich und aufregt. Was soll das denn hier? Was soll man denn hier? Was soll man hier in Istanbul?
Von daher ist alles totaler Quatsch. Das sind alles Probleme, die produziert werden, die eigentlich imaginär sind, die es gar nicht gibt. Denn wie schon gesagt, in der Theorie, ja, gibt es große Differenzen. Aber in der Praxis wüsste ich nicht, wo hier das Problem ist. Weil alle Gesetze, die gegen das Grundgesetz sprechen oder die anders sind als im Grundgesetz, sagen wir lieber so, sind Gesetze, die entweder mit Verboten im Islam zu tun haben, wo ich durch das Grundgesetz nicht verpflichtet bin, mich gegen dieses Gesetz zu richten, oder wie zum Beispiel Schweinefleisch, Alkohol und so weiter, oder Gebote, ja, wo mir keiner im Grundgesetz verbietet, diese Gebote durchzuführen, oder Gebote, die nicht individuell, sondern die auf einen bestimmten Herrscher abziehen, für einen bestimmten Herrscher bestimmt sind. Und da wir keine Herrscher sind, gar kein islamisches Land hier haben, ist das ganz klar, dass keiner dazu verpflichtet ist und sogar für keine Erlaubnis, dieses Gesetz anzuwenden. Es kann hier keiner hingehen und dann beispielsweise irgendjemanden steinigen. Ja, wir haben 4 Zeugen. Das geht gar nicht. Ja, so und ja, wie gesagt, das sind die Punkte. Ich habe das nochmal zusammengefasst. Bürgerlands Recht leiten und die Wahrheit zeigen. Und wenn etwas richtig war, war es von Allah, wenn es falsch war, war es von mir. Und ich lasse mich natürlich auch von Muslimen, wenn ich irgendwas übersehen habe. Es kann ja sein, dass ich irgendwas übersehen habe oder mich vielleicht fragwürdig ausgedrückt habe. Kann mich gerne kontaktieren, mir Bescheid sagen. Meine Absicht war nur, das wiederzugeben, was ich beobachte. Und natürlich bei seiner Beobachtung, wenn man aus einem Fenster guckt, jeder sieht etwas anderes. Für mich persönlich, wie ich schon gesagt habe, gibt es einen riesengroßen Unterschied, ja, zwischen Scharia und Grundgesetz. Von der Theorie her, Souveränität Gottes, Souveränität liegt beim Volk, ja. Und aber in der Praxis denke ich, dass wir eigentlich gar nicht unbedingt in Konflikt kommen müssen. Ich glaube, ich habe das erläutert. Wie gesagt, falls ich irgendwas falsch beobachtet habe, lasse ich mich auch gerne von anderen Muslimen dort verbessern und würde die bitten, mir dann auch eine entsprechende E-Mail zu schicken, damit ich auch meine Worte verbessern kann. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.